So, und wieder da vor der Höhle der idyllischen Ruinen. Die Umweltbedingungen erschweren den Einsatz unserer Instrumente. Wir müssen unsere Systeme irgendwie an die erhöhte Temperatur anpassen. Wir müssen so gut es geht weitermachen. Ich wünschte, die anderen wären noch hier. Ja, und jetzt wieder Zeichensprache, natürlich. Immer sehr interessant zu erfahren, worüber die hier so reden, finde ich jedenfalls. Was ist das hier? Oh, das scheint ein Feuer gewesen zu sein. Versuchen Sie es weiter mit der Kommunikation. Wir müssen versuchen, zu Inigo Kontakt aufzunehmen. Ich empfange immer noch nichts als Störgeräusche. Dieser Planet hält viele Herausforderungen bereit. Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie etwas empfangen. Wenn Sie nicht verstehen, warum wir hier sind, dann liegt das daran, dass die wahre Geschichte der Idril unterdrückt worden ist. Ah ja. Ihre Geschichte über den Angriff von Fremden ist schwer zu glauben. Sie klingt mehr nach einem atrexianischen Trick, mit dem sie unsere Arbeit in Verruf bringen wollen. Okay, hier scheint man sich nicht so ganz zu vertrauen. Tja, ein Versteck und ein Schiff, wo soll das sein? Ich bin nicht der Meinung, dass die Idril der Urzeit eine reine Agrargesellschaft bildeten. Es gibt eindeutige Hinweise auf fortschrittliche Herstellungstechniken. Ich bin einfach nicht überzeugt. Wir haben keinen stichhaltigen Beweis gefunden, dass es die Idril waren, die diese Artefakte herstellten, die wir finden. Ich bin sicher, dass meine Forschung schließlich das gewünschte Ergebnis erbringen wird. Vielleicht. Wir müssen einfach noch weiter forschen. Einverstanden. Naja, okay. Gehen wir mal rein. Oh, wer steht denn da? Hallo. Ich bin sehr besorgt um die fehlenden Archäologen. Bitte sagen Sie uns Bescheid, wenn Sie sie finden. Hallo. Was ist denn das? Ach du liebes bisschen. Uiuiuiui. Seht ihr auch, was ich sehe? Oh, und die hat nur drei Finger. Vier Finger. Okay, ja. Was sollten wir hier nochmal tun? Ach ja, genau. Da rein. Ein bisschen Spaß muss sein. Dann ist die Welt voll Sonnenschein. Und wie es weitergeht, weiß ich nicht. Darum machen wir hier weiter. Ach ja, man sagte mir genau, die strukturelle, mit meinem Tricorder, genau. Strukturelle Integrität mit diesen... Na danke. Das muss dann die Brut des Teufels sein. Kommt bestimmt noch mehr von. Die Explosion hat uns den Rückweg versperrt. Und wenn schon, wer will schon zurück? Kommen Sie, finden wir diese Wissenschaftler. Ah, toll. Ja. Was wollte ich sagen? Mit der strukturellen Integrität. Boah, meine Güte. Kann man Verstecke ausfindig machen. Hier gibt es zum Beispiel 5 und 5 Schiffe. So, hier weiß ich aber schon was. Da sieht man. Sehr gut, Monroe. Teile dieser Struktur sind äußerst instabil. Es überrascht mich, dass das Ding überhaupt noch steht. Ich habe den Haupteingang gefunden. Ich übertrage den Weg auf Ihren Rekorder. Tja. Hier findet man nichts. Hier wird gleich ein sehr großer Kampf stattfinden. Hauptenergie offline. Na. Das heißt, ja, klasse. Der Schließmechanismus befindet sich auf der anderen Seite. Der Suchtrupp wollte wohl alle anderen aussperren. Oder etwas einsperren. Der Schließmechanismus? Ich würde eher sagen, der Öffnungsmechanismus. Naja. Das ist jetzt hier wieder Teamarbeit. Wir suchen jetzt im Team den Mechanismus. Ah, das Team besteht leider dummerweise immer nur aus mir. Wir müssen hier hoch. Dann sind wir hier hoch. Hier oben. Dann geht's hier wieder runter. Da kommen wir leider nicht hoch, aber... Na, hoppla. Ach nee, sag mir jetzt nicht, ich komme da nicht hoch. Ach. Ach. Das ist am Morgs, ist das. Da hätte ich hochgemusst. Dann hier weiter.
vorsichtig runterfallen und dann hier hoch. Ja, das sehen wir so schon. Ah ja. Okay. Ziemlich dürftig, die Waffen, würde ich sagen. Na, komm schon. Wie soll man denn hier bitte... Ach da, okay. Ohne Schaden runterkommen. Ja, abgeschlossen. Da kommen wir nicht rein. Da ist umgekippt. Würde ich mal sagen, da oben hoch. Hier kommen jetzt wahrscheinlich wieder ganz viele Krabbelviecher. Nee, doch nicht. Ach so. Hauptenergie offline. Ah. Nein, 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 nein. Ah. Warum mache ich es mir immer so kompliziert? Ach, gucke an. Schön, schön, schön. Okay, gehen wir hier lang. Boah, muss das Vieh mich so erschrecken, Mann. War es das jetzt? So, das war es aber jetzt, oder? Okay, da kommen wir leider auch nicht rein. Ah. Ach, das nur wieder. Das ging einfach. Energie wiederhergestellt. So. Jetzt sind hier wieder überall die Viecher. Deswegen laufen wir jetzt hier ganz schnell raus und lassen die einfach links liegen. Wie ihr sehen könnt, ist es eine relativ gute Taktik. Dadurch spart man nämlich... In der... Oh, 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 oh. Okay. Ah, okay. Ach, jetzt ist hier der Weg frei, okay. Ach so, Hauptenergie wieder. Nein. Ah, wie geil. So, Energie sparen. Der Phaser lädt sich nämlich wieder auf. Ist das etwa alles, was Sie zu bieten haben? Ja, klar. Das bezweifle ich. Ich glaube, die wollen uns auf die Probe stellen. Ach, das sind sie. Die Probe durften wir bestanden haben. Heißt das, jetzt lassen Sie uns in Ruhe? Still jetzt. Bleiben Sie wachsam. Stimmt, die Hauptenergie ist ja wieder hergestellt und... Hallo Team, wo seid ihr?
Gesicht! Die Tore scheint sehr zu sein. Sie scheinen ihre Strategie seit dem letzten Angriff geändert zu haben. Sie sind intelligenter, als sie aussehen. Ja, danke. Ist das ein Waffen? Ja. Muss man immer gut Ausschau nachhalten, weil die Dinger kann man leicht übersehen. So, hier hoch. Vorsicht! No. Mann, Robo, warten Sie! Dieser Weg ist höchst instabil. Benutzen Sie den Sichtmodus für die strukturelle Integrität. Ja. Und passen Sie auf, wo Sie hintreten. Verstanden. Herr Satim, warten Sie hier. Ich gehe rüber und suche einen sichereren Weg. Das kann man aber jetzt einfacher machen. So. Hep. Soweit ich weiß, ist da unten auch noch ein Versteck. Ah! Ah, so ein Mist, so ein Blöder. Oh, wie viel denn noch? Tja, hier ist nix, leider Gottes. Ja. Und die stehen einfach wie 100 Meter Feldweg daneben und gucken zu. Anstatt die mal mit hier drüber hüpfen. Na! Oh, ich hab doch gedrückt, Mann! Ach! Andere Taktik. Ah, dieselbe. So. Ah, Versteck gefunden. Ja, aber kein Schiff. Wo ist jetzt hier das Schiff? Kein Schiff? Ah, schade. Okay, also wieder. Oh, nein. Okay, jetzt aber das letzte Mal versprochen. Aha! Haha! Das sieht ja schon ein bisschen widerlich aus, wenn die sich so krümmen. Danke, Manu. Schön, Sie zu sehen. Ja, was habe ich gesagt? Ah, herrlich. Lebenszeichenschaft? Sie sind schon seit Tagen tot. Ich glaube, wir haben den Edul-Suchtrupp gefunden. Ja. Finden Sie den Aufklärungstrupp der Edul. Was ist los? Ja. Da wieder raus. Da geht's nicht weiter. Ah. Wow, was war denn das? Geben Sie mir Deckung, während ich die Sicherheitscodes deaktiviere. Wo ist er denn? Ja, hallo, Chell, wo bist du? Okay, verstanden. Los geht's.
ist der? Hä? Sag mal, bin ich jetzt bescheuert? Ah, oh! Okay, hier müssen wir jetzt so rüber. Das Energierelais für diese Brücke liegt auf der anderen Seite. Warten Sie hier. Ich aktiviere die Brücke. Ja, das ist eigentlich relativ einfach. Man muss eigentlich immer nur jetzt hier Schritt für Schritt und Platte für Platte nach vorne gehen. Und schon hat man es geschafft. Mach die Tür auf. Runtergefallen. Nein. Ach, Freunde. Mit diesen wunderschönen Bildern verabschiede ich mich von euch aus diesem Teil und dann sehen wir uns im nächsten wieder. Also, bleibt dran. NRW bei 18er Tür.